Der Raum der Abteilungsleiterin, sofern man ihn als solchen betiteln konnte, bestand aus einer Vielzahl Ecken ohne Wände. Fußnote, Anmerkung der Autoren. Liebe Grüße an die Zeichnerin, Zwinkersmiley. In der Mitte des Raumes stand ein sehr karg eingerichteter und von Blättern ordentlich übersäter Tisch. So, jetzt setzen Sie sich erstmal. Ach, Sie meinen. Mal etwas mehr Euphorie. Sie können froh sein, dass ich Sie aufgrund Ihrer bisherigen Fehler nicht bereits gefeuert habe. Und Sie wissen, wie mit Arbeitslosen verfahren wird? Sie meinen doch nicht. Schlimmer. Müllpresse? Noch schlimmer. David Hasselhoff-Konzert? Ganz genau. Alles bloß das nicht. Nun, unter den aktuellen Umständen sieht es aber ganz danach aus. Ich bitte Sie, das war doch bloß ein Antrag. Und gelegentlich habe ich mir ein Blatt Papier genommen, aus dem ich Origami-Figuren gebastelt habe. Sie haben was? Ja, cool nicht. Ich habe sogar letztens den großen Bürokraten gebastelt. Wollen Sie mal sehen? Euphorisch kramt er in seiner viel zu kleinen Hosentasche und bringt ein zerknittertes Stück Papier zum Vorschein. Seine Abteilungsleiterin ist entsetzt. Sie wagen es, sich ein Bild vom großen Bürokraten zu machen? Nein, nicht doch. Ich hab ihn ja zensiert. Hektisch kritzelt 24 mit einem Edding auf sein Origami-Männchen. Sehen Sie? Ist das Ihr Ernst? Ja, absolut. Aber mal so ganz nebenbei. Wissen Sie, ich hab mich schon immer gefragt, warum aus Papier immer so ein Hehl gemacht wird. Sie haben das Papier in Frage gestellt. Sie haben das Papier in Frage gestellt? Das gibt Konsequenzen. Hektisch kramt sie in ihre einzigen Schublade, die ihr Schreibtisch zur Verfügung stellt, und holt ein rotes Formular hervor. Ein rotes Formular? Das heißt doch nicht etwa... Oh doch! Umerziehungsmaßnahme in Bürotei. Was? Bürotei? Das ist doch der neue Trendname von Finanzamt, richtig? Heißt das, ich werde versetzt? Nein. Auf unbestimmte Zeit beurlaubt. Ohne Gehalt. Zumindest erhalten Sie 10% Schadensersatz. Wofür denn Schadensersatz? Das werden Sie noch sehen. Und plötzlich standen hinter ihm zwei in schwarze Kutten gekleidete Gesetzesvollstrecker, die ihn unheilvoll anblickten.